Schönen guten Abend. Wir haben in den letzten Stunden über Topologie gesprochen. Und bei der Topologie haben wir auch gesehen, also es gibt da zwischen verschiedenen Sprachen auch etwas verschiedene Ansichten, was man da alles unter diesen Begriff hineinlegt. Gell? Und ja, die englische Wikipedia hat unter Begriff Topologie auch Netzwerk Geräte aufgezählt, hat also nicht nur erklärt, was die Struktur ist, sondern hat auch in Topologie erklärt, womit das gemacht wird. Gell? Ja, das ist das Nächste, womit wir uns befassen werden. Und zwar sind das die Geräte, die wir im Netzwerk antreffen und mit denen wir dann eine bestimmte Funktionalität erfüllen. Und damit wollen wir eben hier in dieser ersten Stunde dazu beginnen. In unserem Moodle im Abschnitt zu den Netzen. Dort gibt es den Punkt wichtige Netzwerkkomponenten, gell, oder Netzwerkgeräte. Weil es ist nicht so, dass das alles sind, die es gibt, gell, aber das sind halt so mal zentrale und typische Geräte, die man antrifft. Gell? Also Netzwerkgeräte oder Komponenten. Und ja, was haben wir hier drinnen? Zuerst haben wir mal ein bisschen Begriffserklärung, was wir brauchen. Denn diese Komponenten, die werden dann vor allem den verschiedenen Schichten, Netzwerkschichten zugeordnet. Gell? Weil wir haben ja schon mal gesagt, gell, also es gibt ja Protokolle, das Regelwerk im Netzwerk, und das ist nicht ein Protokoll, das sind viele. Und diese vielen Protokolle, die liegen in einem Protokollstapel. Und dieser Protokollstapel, der wird in Schichten unterteilt. Gell? Und die haben ja gesagt, das ist da ganz wichtig, dass das standardisiert ist, und da gibt es so Standards, gell? Und ganz, ganz eine wichtige Sache ist eben dieses OSI-7-Modell, das die verschiedenen Schichten erklärt, gell? Auch wenn das niemand programmiert hat, das, ja, das ist eigentlich mehr eine theoretische Sache, ein Modell, gell? Also OSI-7-Modell, und das erklärt recht gut, was ihr im Netzwerkstapel, im Protokollstapel alles gemacht werden muss, gell? Ja, und um jetzt unsere Geräte einzuordnen, gell, haben wir diese Layer angegeben, wo wir sagen, in welcher Schicht wir eben ein Gerät finden. Und da wollen wir diese Schichten zuerst mal ein bisschen anschauen. Gell. Und eben dieses wichtigste Modell ist dieses theoretische OSI-7-Modell. Gell. Also das OSI-7-Modell. Oft auch einfach noch OSI-Modell genannt. Gell. Dieses Modell hat eben diese sieben Schichten. Gell. Also Schicht 1 wird hier als erstes angeführt, das ist die unterste Schicht. Gell. Das ist also, sie nennen das Physical Layer, gell, auf Britannisch. Gell. Und der Physical Layer übersetzen sie dann mit Bitübertragungsschicht. Gell. Das sagt etwas darüber aus, was wir übertragen. Gell. Wir übertragen einzelne Signale, und ein Signal kann ein Bit darstellen. Gell. Also wir wissen so Sachen wie zum Beispiel die Spannung oder die Dauer eines Signales, also die physikalische Darstellung eines Bits in der Übertragung. Gell. Und ja, dieser Name ist dann eben Bitübertragungsschicht. Gell. Für besser wäre vielleicht die Bezeichnung Hardware-Schicht zu Deutsch. Gell. Also es geht also darum, wie die Hardware da ausschaut, gell, und wie die Information als Bit darauf dargestellt wird. Gell. Also mehr wissen wir in dieser Schicht nicht. Gell. Und ja, hier wird es bestimmte Geräte geben, die dieser Schicht zuzuordnen sind. Die können nicht mehr als Signale darstellen, und die wissen auch nicht mehr, wie komplexere Dinge zusammengestellt werden. Gell. Okay. Die nächste Schicht. Die nächste Schicht nennen sie auf Englisch Data Link Layer. Gell? Also Data Link, gell? Also das Data, ja, der Link, gell? Wenn etwas also hier zusammenhängt, gell? In dem Sinn der Link. Das ist ein Layer, den sie zu Deutsch Sicherungsschicht nennen, ja, weil Übertragung dann zwischen diesen Data Links darauf abgesichert sein soll, weil also vielleicht was Fehler anbelangt, gell, vielleicht auch auf anderer Ebene, aber vor allem eben was Fehler der Übertragung betrifft. Gell. Aber ja, was geht es denn da in dieser Data Link Layer? Gell? Und die Erklärung ist da eigentlich ein Konzept,
das eben über die physikalische Schicht hinausgeht. Gell? Also ein Konzept, wo wir ein Netz haben, in dem wir die Nachbarschaft sehen. Gell? Also um die Nachbarschaft zu sehen, gell, und dort etwas zu übertragen, da braucht man keine komplexe Wegrouter. Da braucht man keinen Reiseführer für unsere Pakete. Oder einen Briefträger, der sich im ganzen Netz auskennt. Ja, weil der Briefträger, gell, der kennt sich aus, gell, dem kann man einen Brief mitgeben, gell, der kommt da schon an, gell, früher oder später auf jeden Fall, gell. Und bei den Paketen im Netz ist halt auch so, gell, also wenn man da nicht in der Nachbarschaft ist, wo man sich auskennt, dann braucht man einen Briefträger. Aber in dieser zweiten Schicht, gell, in dieser Data Link Layer, hier haben wir die Möglichkeit, in der Nachbarschaft eben ja, uns zu sehen, gell? Wir müssen nur wissen, wie wir heißen dann, gell? Der eine ist der Joe, gell? Der andere, ja, der andere der Sepp, gell? Und die andere ist die Meudel, gell? Okay? Also wir müssen nur wissen, wie wir heißen, gell? Und sonst sind wir glücklich, gell? Natürlich irgendjemand, der von weiter weg ist, der weiß nicht, wo der Joe, gell, und der Beppi und die Meudel wohnen, gell? Dafür braucht es dann ein intelligenteres Konzept und das haben wir erst in der dritten Schicht, gell? Also in der zweiten Schicht, gell, da reicht es uns aus, dass wir wissen, ah, das ist der Joe, das ist der Beppi, gell, und das ist die Meudel, gell? Und ja, in unserem Schichtenmodell, gell, also da Layer 2 Data Link, gell, haben wir genau diese Möglichkeiten, gell, und die Adressen, gell, der Schnittstellen, gell, das sind die MAC-Adressen in dieser Schicht. Und die MAC-Adressen, das ist wie zu sagen, das ist der Joe, gell, das ist der Beppi und das ist die Meidel. Also Joe, Beppi, Meidel, das sind die Namen dieser Schnittstellen dann, gell, okay, die Schnittstellen. Und das sind dann die MAC-Adressen, gell. Also das ist ein Konzept, das wir auf einem Gerät haben, gell, aus der Schnittstelle eines Gerätes, gell, also eine Maschine kann auch mehrere MAC-Adressen haben, gell, und zwar für jede Schnittstelle normalerweise eine, gell, und ja, es gibt auch so Hardware, gell, wo bei den Schnittstellen die Adresse draufsteht, gell, okay, also da sehen wir standardmäßige IP-Adresse und sie haben gesagt, oh, wo ist denn da, ist die MAC-Adresse dort unten, gell, also hier haben wir die MAC-Adresse in der Unterschnecke 00145A54161 B. Ja, lang, gell? Okay. Also das ist eine zwölfstellige hexadezimale Darstellung, gell? Das sind also 6 Bytes, gell? Das ist die MAC-Adresse. Ja, später werden wir noch über Adressen im Netz reden, gell, aber jetzt nicht speziell heute. Wichtig ist, dass diese MAC-Adresse, die kennzeichnet eine Schnittstelle ins Netz. Gell, also, ja, das ist wieder Joe, gell, also diese Schnittstelle, das ist der Joe, gell, eine andere Schnittstelle ist für die Meudel vielleicht. Gell, okay, ja, also, das ist Schicht 2. Gell, und was haben wir? Wäre wir in Schicht 1 nur einzelne Signale haben, also wir wissen, wie ein Bit ausschaut, gell? Nicht mehr, so wissen wir in dieser Schicht, in der zweiten Schicht, gell, etwas über das Format, gell, in dem wir also die Übertragung machen, gell? Das ist also ein Frame oder ein Wort, sagen wir auch in Deutsch vielleicht, gell? Und ja, das ist dann eine erste Grundlage, um eben dann nicht einzelne Bits darzustellen und zu übertragen, sondern etwas mehr, gell? Das sind also solche Datenpakete, gell? Ja, das ist Layer 2, gell? Auf jeden Fall Layer 2 funktioniert nur in der Nachbarschaft, gell? Also wenn sich Geräte direkt sehen, gell? Oder wenn sie durch eine Netzwerkkomponente mit einem Gerät, das eben hier Konnektivität herstellt, dann ja, andere eben findet, gell? Und desto ohne, dass ein Routing gemacht wird, weil Routing macht das Ganze komplizierter, gell? Jetzt haben wir da über das Routing gesprochen. Wo finden wir das Routing? Das Routing findet man dann im Network Layer, gell? Also zu Deutsch hätte ich da gern gehabt Netzwerkschicht, gell? In Wirklichkeit haben sie da Vermittlungsschicht hinaufgeschrieben, gell? Also die Vermittlungsschicht. Bei der geht es darum, dass eben Geräten die richtigen Wege gewiesen werden. Gell? Also es geht um Wegsuche. Gell? Das ist das Routing. Gell? Also die richtigen
Wege den Paketen mitgeben, weil sonst würden diese armen Pakete ja nie ankommen, wenn ihnen da nicht jemand helfen würde. Und diese Helfer, das sind die Router, gell? Ja, und weil die MAC-Adressen der zweiten Schicht da überhaupt nicht fürs Routing geeignet sind, gell? Weil, nur weil wir wissen, gell, dass da eine Schnittstelle da Joe heißt und ein anderer Mappy, gell, und wieder ein anderer, gell, heißt dann halt Meudel, gell? Ja, also nur mit der Bezeichnung, gell, Joe, Bappy und Meudel kann man nicht sehr weit, gell? Weil in jedem Dorf kann es einen Joe geben und der Bappy und vielleicht auch ein Meudel, gell? In manchen Dörfern auch mehr als eine, gell? Mhm. Gell, deshalb ist das mit der Wegsuche nicht so ideal. Und was man da entwickelt hat mit der Entwicklung eben von TCP, das sind diese IP-Adressen, gell? Und diese IP-Adressen, gell, egal ob das jetzt IPv4 ist oder IPv6, das bildet die Grundlage der Wegsuche, gell? Weil diese sind so strukturiert, dass man also damit gut Wege finden kann, gell? Ja, das sind die IP-Adressen, gell? Und ja, also, und was machen wir? Haben wir schon gesagt, wir machen Wegsuche, das ist die wichtigste Aufgabe, gell? Ja, jetzt schauen wir uns hier noch etwas an, und zwar der erste Punkt der Netzkomponenten, das sind passive Komponenten. Das sind jetzt einfach Dinge, die man benutzt, die nicht selbst eine Elektronik haben und versorgt werden müssen, sondern einfach Dinge, die wir benutzen. Und ja, die sind eindeutig dem Layer 1 zugewiesen, gell? Also nicht sie erzeugen irgendwelche Signale, sondern eben irgendeine Software, die jemand geschrieben hat, gell? Ja, und was sind denn da so Dinge? Das sind zum Beispiel Kabel oder Steckerli, gell? Ja, Kabel oder Steckerli, gell? Oh, das ist da unsere MAC-Adresse. Mhm. Ja, gell, wenn wir da ein Kabel haben, gell, RJ45, das ist das typische Beispiel, das wir in der Schule haben, gell. Und ja, wir hoffen, dass wir nochmal in die Schule zurückkommen dieses Schuljahr. Dann werden wir versuchen, gell, ja, so etwas dann zu bauen, gell, also ein Kabel mit so einem RJ45 Stecker, gell, und wisstet, per Kabel, gell, da haben wir so einen fertigen, gell, so ein Patchkabel, der ist zwar nicht 1 Meter lang oder 2 Meter, gell, der ist schon länger, gell, also da kommt man durch eine ganze Wohnung, gell, mhm. Ja, all diese Dinge sind Layer 1, gell, okay, also sind Layer 1 und das sind passive Komponenten. Die haben nicht eine Elektronik, die versorgt ist, um etwas zu machen. Na, Kabel werden einfach benutzt. Gell? Auf dem Kabel drauf haben wir keine Elektronik. Gell? Okay? Also Kabel funktioniert einfach mit seiner Physik. Mhm. Ja, und eindeutig Layer 1. Gell? Ja, da wollen wir jetzt noch zwei Sachen anschauen. Und zwar die Network Interface Card. Gell? Zu Deutsch sagen wir einfach Netzwerkkarte. Gell? Das ist die Schnittstelle ins LAN, gell? Also das ist also das Interface zum Netzwerk eines Gerätes, gell? Also ein Computer hat ein solches Interface, gell? Für eine Interface-Karte, gell? Der Laptop genauso, gell? Und Wireless auch noch, gell? Okay, Wireless schaust du, das halt dann ein bisschen anders aus vielleicht, gell? Ja, und das da, das macht ein Interface zu einem Netzwerk, gell? Und ja. Und wenn wir das, gehen wir mal, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, das auch nicht mehr. Ja, das lassen wir da. Geil. Und, ja. Also, dieses Interface zum Netzwerk, geil, die Netzwerkkarte. Ja, die ist häufig auf dem Motherboard integriert und bildet die Möglichkeit, dass man hier typischerweise mit einem RJ45 Stecker uns dann verbinden können, gell? Und dieses Gerät da, das ist eben diese Netzwerkkarte, gell? In ihren verschiedenen Generationen und verschiedensten Ausführungen haben wir hier sehr, sehr viele verschiedene Dinge gesehen, gell? Und ja, besser, weniger gut, gell? Und das ist eine solche Interface-Karte, gell? Und oft ist sie am Motherboard integriert, aber das ist jetzt eine, die man eben auf den Bus steckt. Und der Stecker ist ein RJ45, gell? Also für den Patchkabel mit RJ45-Technologie, gell? Jo.
Und was ist denn an diesen Network Interface Card gebunden? Eine MAC-Adresse. Also jede Karte hat eine MAC-Adresse. Und das ist wichtig so. Und das bedeutet auch, dass die MAC-Adressen eindeutig sein müssen auf der Welt. Die dürfen sich nicht wiederholen. Und dafür zuständig sind die Hardware-Produzenten. Die dürfen nicht zwei Netzwerkkarten da bauen mit der gleichen MAC-Adresse. Weil wenn die sich treffen, das ist ein Problem. Das möchte man nicht haben. Also da haben wir so eine Erfahrung gehabt vor 20 Jahren oder ein bisschen länger. Da haben wir für die Schule da hat's eine Ausschreibung gegeben für die neue Schule, 300 PCs. Schön, gell? Nur hat es im Netzwerk Probleme gegeben, dass sie wieder raufkommen. Es hat Netzwerkkarten gegeben mit der gleichen MAC-Adresse. Und das hat im Netz natürlich dann Chaos gemacht, gell? Ja, weil wenn man da hineinruft und sagt, oh Joe, gell? Und da stehen fünf Joes auf, dann haben wir ein Problem, gell? Also nur einer darf Joe heißen, gell? Der andere muss Beppi heißen, gell? Okay. Oder Josef. Oder Seppel, gell? Okay. Also die Namen dürfen sich nicht wiederholen, die MAC-Adressen, gell? Das geht nicht, gell? Ja, das ist eine solche Netzwerkschnittstelle, gell? Und Teil der Aufgabe der Administratoren ist eben, diese Netzwerkschnittstellen zu, in Betrieb zu nehmen und festzuhalten, was da drauf ist, gell? Okay. Ja, das dazu den Netzwerkkarten. Geil. Und ja, da kann man ein bisschen schauen, was sich da getan hat. Geil. Aber auf jeden Fall, da sehen wir solche mit der BNC und andere haben halt dann ein Twisted Pair-Kabel, geil, mit RJ45 Stecker. Ja, das dazu den Netzwerkkarten. Geil. Und wir haben also dann so viele MAC-Adressen wie wir Netzkarten im PC haben und das können auch mehrere sein, gell? Okay, ja, da wollen wir noch ein solches Gerät anschauen, gell? Das machen wir, oder? Das sieht ein bisschen komisch ein, auf jeden Fall. Das Modem, gell? Das Modem. Das Modem, das moduliert nach den Grundlagen, die ihr eben in der Telekommunikation seht, gell? Informationen auf das Telefon, gell? Und das wird dann geführt bis zur nächsten Sammlung und dort kommt es dann vielleicht in eine Glaswasserverbindung, gell? Ja, die Modems. Die Modems, das sind tolle Sachen, gell? Vor allem sind diese Modems dann auch Geräte, wo wir aus dem Nichts oder nur mit einer seriellen Schnittstelle doch eine Verbindung dann herstellen können und man kann da coole Sachen machen am See. Gell? Und was macht das Modem? Das Modem, das wurde eigentlich entwickelt, bevor die paketorientierten Netze erfunden wurden oder entwickelt wurden. Gell? Also das Modem, das ist wirklich alt. Das ist über 60 Jahre alt, gell? Und das Netz, aus dem dann Internet entstanden ist, das ist für über 50 Jahre alt, gell? Okay, also eigentlich alte Sachen. Und was macht das Modem? Das Modem geht eben die Information, die es bekommt, kodieren, gell? In einem eigenen Format darstellen. Und dann auch den Versuch des Rekonstruierens wird durchgemacht, gell? Okay? Ja, das ist das Modem. Das Modem sagt eben von einem Endgerät über Modem zum Kanal, sagen Sie da, gell, oder zum Übertragungsmedium, wieder ein Modem, Kupplung und dann ist eben fertig. Gell. Ja, das dann, das ist so ein Modem. Gell. Und eben tut es diese Modems für verschiedenste Technologien. Gell. Also früher für analoge DSDN, gell, heute haben wir sagen Router, in Wirklichkeit ist hier ein Modem drinnen. Gell. Das da ist eben eine wichtige Sache des Modems, gell, dass hier die Signale aufmodelliert werden. Ja, das war der erste Teil, gell, also bis zu den Schnittstellen, gell. Und was haben wir bei den Schnittstellen noch? Die Schnittstellen, die gehören zu Layer 1, gell, sind also irgendwo Hardware-Komponente, gell, physikalisch, aber sie verstehen, wie ein Wort ausschaut und wie man es weiterbringen, gell. Deswegen sind sie Layer 1 und Layer 2, gell. Ja, soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal.